Was wäre, wenn sich herausstellte, dass Handys krank machten? 30 Millionen Mobiltelefone gibt es allein in Frankreich. In Deutschland sind es noch mehr. In ganz Europa hunderte Millionen. Nie zuvor hat sich eine neue Technik so schnell durchgesetzt. Erste Zweifel, erste Warnungen. Handybenutzer sollten nicht zu lange telefonieren, heißt es. Ein Handy kann man ausschalten, die Mobilfunksender nicht. Allein in Frankreich strahlen 30.000 Sendemasten. Gefährden sie unsere Gesundheit? Alle Experten sind sich einig, dass in der Nähe von Mobilfunksendern kein erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht. Klingt beruhigend. Aber warum wächst die Sorge trotzdem? Und das in ganz Europa. Die Creuse, eine ländliche Gegend im Herzen Frankreichs. Und mittendrin 40 Meter hohe Sendemasten. Der hier sichert den örtlichen Mobilfunkverkehr der beiden Netzbetreiber Bouygues Telekom und Orange. Er wurde im November 1998 aufgestellt, nur 50 Meter vom Haus der Familie Jean-Jean entfernt. Das ist unsere Hühnerzucht. Züchten Sie schon lange? Wir leben seit 18 Jahren hier und seit 18 Jahren züchten wir Geflügel. Es lief immer alles normal. Bis vor 4 Jahren. Damals haben wir zum ersten Mal festgestellt, dass unsere Hühner Probleme beim Brüten hatten. Im 2. Jahr haben wir uns dann überlegt, was sich in der Umgebung verändert haben könnte. Und da sind wir auf den Sendemasten gekommen. Die Jean-Jeans versuchen es mit einem Brutapparat. Doch auch das klappt nicht so richtig. Es schlüpfen so gut wie keine Küken mehr. Die Geflügelzüchter suchen nach einer Erklärung, machen Versuche, überprüfen den Brutapparat. Heute öffnen sie eine neue Serie Eier. Normalerweise müsste in jedem zweiten Ei ein Küken sein. Den Brutapparat haben sie sich bei Bekannten ausgeliehen, bei denen er immer reibungslos funktioniert hat. Auch die Bekannten sind gespannt. Fangen wir an? Das ist nichts. Es war 23 Tage drin. Fängt schon an auszutrocknen. Da ist gar nichts drin. Sowas hatten wir nie. Da, sehen Sie. Das ist nur ein Stück Embryo. Es hat sich also kein Küken entwickelt. Auch unter einer Bruthenne kann es vorkommen, dass ein Küken nicht ausschlüpft, aber es ist zumindest vollständig entwickelt. Entweder ist im Ei kein Embryo oder er ist vollständig entwickelt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Kein Küken? Nein, kein einziges. Nur winzige Kükenteile. Das ist alles. Für Nadine steht fest, die Strahlung der Antenne verhindert die Entwicklung der Küken. Sie hat sogar an den Eigentümer des Sendemasts, die Firma TDF, geschrieben. Das Mindeste wäre, uns zu antworten. Aber nein, nicht einmal geantwortet haben sie. Wir werden einfach ignoriert. Mir drängt sich immer öfter der Vergleich zum Asbest, zu BSE oder den verunreinigten Blutkonserven auf. Sie warten wahrscheinlich, bis die Leute wirklich krank sind, bevor sie reagieren. Nur durch unsere Küken sind wir draufgekommen, uns näher mit dem Sender zu befassen. Mobilfunkstrahlung als Ursache für Kükensterben. France Telecom ist skeptisch. Dass es keine Küken mehr gibt, ist eine Feststellung, eine Tatsache. Einen Zusammenhang zu den Antennen herzustellen, erscheint mir da jedoch sehr voreilig. Selbst Untersuchungen, die bei höherer Belastung durchgeführt wurden, ergaben keinerlei Auswirkungen auf die Gesundheit. Deshalb bin ich etwas verwundert über solche angeblichen Zusammenhänge. Dieses Jahr machen die Störche wieder im mittelspanischen Valladolid Station. 2 Jahre lang hatte José Luis Martín hier keine mehr gesehen.
Genauer gesagt, seit auf dem Dach dieses Gebäudes ein regelrechter Antennenwald aufgestellt wurde. 60 Antennen für den Telefonverkehr der umliegenden Firmen. Vom Technischen her genau die gleichen Anlagen wie beim Mobilfunk. Heute herrscht hier Funkstille. Die Gerichte ließen die Antennen abschalten. Geklagt hatten Eltern, deren Kinder die Schule Garcia Quintana direkt unterhalb des Gebäudes besuchen. Denn nach der Installation der Antennen häuften sich in der Schule plötzlich die Leukämiefälle. Normalerweise dürfte es in einer solchen Schule nur alle 20 Jahre einen derartigen Fall geben. Die Lehrer, die dieses Jahr pensioniert wurden, sagten, dass es in ihrer 30-jährigen Laufbahn hier keinen einzigen Fall gab. Um Ihnen die Dimension des Problems zu verdeutlichen, wir hatten in einem Jahr 4 Fälle. Laura, 5 Jahre alt, erkrankte im September letzten Jahres. Sie ist bereits der 3. Fall an dieser Schule. Damals war immer häufiger das Wort Krebs zu hören. Und als dann meine Tochter krank wurde, habe ich sofort an die Antennen gedacht. Als ich erfuhr, dass sie wirklich Krebs hatte, haben die anderen Eltern die Schule alarmiert. Das war der Anfang der Protestbewegung. Tausende demonstrierten in den Straßen der Stadt und ihr Protest zieht immer weitere Kreise. Aus ganz Spanien kommen Solidaritätsbekundungen und Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen. Die Eltern fanden heraus, dass die Antennen ohne Genehmigung aufgestellt worden waren. Das Gericht verfügte die Abschaltung. Doch die Betreiber bestreiten auch weiterhin jeglichen Zusammenhang mit den Krebsfällen. Ich bin sicher, dass sie so schnell nicht zugeben werden, dass die Antennen an der Erkrankung meiner Tochter schuld sind. Vielleicht in 20 oder 25 Jahren, wenn Millionen Menschen krank sein werden. Wenn die ersten Fälle publik werden, heißt es nur, das ist Zufall. Und auch beim zweiten Fall ist es immer noch Zufall. Jetzt, da ich weiß, wie die Netzbetreiber reagieren, wie diese Firmen und auch die Behörden reagieren, haben meine Angst und meine Befürchtungen beträchtlich zugenommen. Sie nehmen auf nichts Rücksicht. Noch heute hat ein Betreiber Berufung eingelegt, damit seine Antennen auf dem Dach bleiben können. Nach 4 Krebsfällen. Und selbst die Presse übernimmt die von den Betreibern schon vor Gericht vorgebrachte Argumentation, die Antennen seien nicht für die Erkrankung verantwortlich. Sie haben nicht das Recht, so etwas zu sagen. Expertenteams prüfen einen möglichen Zusammenhang zwischen den Antennen und den Krebserkrankungen. Doch die Ergebnisse werden noch einige Zeit auf sich warten lassen. Bislang streiten die Mobilfunkbetreiber in Europa einen solchen Zusammenhang ab. Doch vielleicht bringt der Protest der Bürger in Valladolid ihre Argumentation ins Wanken. Wir sind keine Ärzte, aber es gibt internationale Organisationen, die sich mit diesen Fragen befassen. Wir halten die Strahlungswerte ein, die sie uns empfehlen. Deshalb sind wir auch sicher, dass das alles problemlos ist. Was Valladolid angeht, könnte es schon sein, dass es sich hier, sagen wir mal, um einen Einzelfall handelt. Oder dass es an ganz anderen Dingen liegt. Ein Einzelfall? Das ist das erste Mal, dass ein hoher Verantwortlicher einer Betreiberfirma überhaupt, wenn auch nur ganz vorsichtig, in Erwägung zieht, dass die Strahlen der Antennen Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnten. Die Anlieger beruhigt das kaum, vor allem dort, wo sich solche Einzelfälle häufen. Saint-Cyr-l'École, vor den Toren von Paris. Vom Dach der Bissé-Grundschule ragen schon seit 10 Jahren 2 riesige Antennen in den Himmel. Auch hier gab es zahlreiche Krankheitsfälle. Ende der 90er Jahre starben gleich 2 der Kinder an einem äußerst seltenen Hirntumor. An Balavoine und an Sachet, 2 Mütter, stehen an der Spitze der hiesigen Protestbewegung. Sie beteuern, dass in dem Stadtviertel immer öfter Krankheiten auftreten. Vielleicht besteht kein Zusammenhang, aber es gibt Forschungsinstitute, die uns helfen könnten. Ich finde, es ist nicht unsere Aufgabe zu beweisen, dass die Antennen unbedenklich sind, sondern die Aufgabe der Betreiberfirmen. Wir haben von ihnen ein Papier verlangt mit der Bestätigung, dass keine Gefahr besteht, dass sie uns garantieren, dass diese Antennen auf dem Schuldach keinerlei Gefahr für unsere Kinder und die Anwohner darstellen. Dazu waren sie nicht fähig. Ihre Antwort, das können wir ihnen nicht schriftlich geben.
Es bestehen Zweifel. Und wir wollen nicht mit diesen Zweifeln leben. Wir wollen, dass präventiv gehandelt wird. Ganz einfach, weil wir Angst um unsere Kinder haben. Und wenn die Antennen nicht von der Schule entfernt werden, schicken wir unsere Kinder nicht mehr hin. Die Stadtverwaltung steht unter Druck. Doch gegen die Betreiberfirmen ist sie so gut wie machtlos. Sie hat nicht einmal einen Plan mit allen Antennenstandorten auf der Gemarkung. Eine Genehmigung ist nur für die ganz hohen Masten erforderlich. Die Betreiberfirmen haben vorgebeugt. Bei diesen Verträgen gibt es zum Beispiel einen Betreiber, der 10 Jahre im Voraus gezahlt hat. Wenn wir den Vertrag kündigen, müssen wir einen Teil des Geldes zurückzahlen und vielleicht sogar auch noch zusätzlich eine Entschädigung. Am Ende eines Schultages in der Bizet-Grundschule. Pierre Lerus in Begleitung des Beigeordneten. Bald werde ich pensioniert und bin niemandem mehr verpflichtet. Doch dieser Sache gehe ich weiter nach. Der promovierte Tierphysiologe hat sich auf elektromagnetische Strahlungsfelder spezialisiert. Wir müssen also Messungen vornehmen. Wo halten sich die Kinder auf? Da ist die Schule und da der Schulhof. Auf Betreiben der Anwohner soll er die Elektromagnetfelder überprüfen, die durch die Antennen entstehen. Diese in Volt gemessenen Magnetfelder sind der Kern des Problems. Wir fangen an zu messen. In einer Empfehlung der Europäischen Union wurden 1999 klare Grenzwerte für die Antennenemissionen festgelegt. 41 bzw. 58 Volt pro Meter, je nach GSM-Kanal. Auf diese Normen berufen sich auch die Betreiber, wenn sie versichern, dass kein Gesundheitsrisiko besteht. Diese Normen basieren auf den Empfehlungen der Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen, ICNIRP, ein Gremium, das eng mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeitet, unabhängig ist und sich aus Biologen und Ärzten zusammensetzt. Wir richten uns nach diesen Grenzwerten, die übrigens auch von der EU übernommen wurden. In Frankreich setzte die Jospin-Regierung diese Norm Anfang Mai diesen Jahres, kurz vor den Wahlen, in Landesrecht um. Eine alte Forderung der Netzbetreiber. France Telecom hat sogar ein Computersimulationsprogramm entwickelt, das die Antennenstrahlung deutlich macht. Es soll die Leute beruhigen. Das wird offen eingeräumt. Was rot erscheint, liegt über der europäischen Norm von 41 Volt pro Meter. Dort, wo möglicherweise Menschen leben oder spazieren gehen, haben wir zwar keine Simulation bis zum Boden gemacht, aber wir sind bei einer Belastung, die zwischen 0 und ein paar Volt pro Meter liegt. Damit bleiben wir also sehr weit unter den Empfehlungen. Die offiziellen Grenzwerte sind nicht unumstritten. Pellerus moniert, dass ein Teil der digitalen Strahlung auf den menschlichen Organismus in den Messungen unberücksichtigt bleibt. Ein Teil, der nur schwer nachzuprüfen ist und den er als spezifische Belastung bezeichnet. Die aber soll schon ab einem Volt pro Meter auftreten. Hier also sind wir bei 1,1 Volt. Wenn man den, zu dieser Zeit nicht sehr starken, Telefonverkehr mit einbezieht, kann man von bis zu 2 Volt pro Meter ausgehen. Und das ist schon zu viel. Im Prinzip sollte 1 Volt pro Meter nicht überschritten werden. Meines Erachtens stellt sich hier ganz klar das Problem einer spezifischen Belastung. Das heißt einer möglichen Beeinträchtigung des Nerven-, Drüsen- und Immunsystems. Lassen wir es dabei? Zwischen 41 und einem Volt pro Meter ist ein großer Unterschied. Alles, was rot ist, entspricht mehr als einem Volt pro Meter. Man sieht hier also ganz deutlich, dass wir uns unterhalb der Antenne in den letzten Stockwerken des Gebäudes in einem Bereich mit mehr als einem Volt pro Meter befinden. Das kann schon sein, im Innern, in diesem speziellen Fall. Aber mir gefällt dieses Bild nicht, denn es könnte den Eindruck einer potenziellen Gefährdung erwecken, die in der Realität gar nicht existiert. Keine einzige Studie heute, auch unter den empfohlenen Grenzwerten der Europäischen Union, geht in diese Richtung. Ich meine, sobald man auf Werte von über einem Volt pro Meter kommt, kann man nicht mehr sagen, dass das Ganze unbedenklich ist. In den 70er und 80er Jahren gab es eine Menge Literatur in Frankreich, den USA und der UdSSR zu den Auswirkungen von Höchstfrequenzen.
Heute entdeckt man sie plötzlich wieder. Doch veröffentlicht wurde das alles schon vor mehr als 20 Jahren. Wenn es zu solchen Dingen wissenschaftliche Abhandlungen gibt, können Bürgerinitiativen vor Gericht noch viel weiter gehen. Das ist Aufgabe der Kommunalpolitiker. Eine Bürgerinitiative kann da nicht viel ausrichten. Doch vorerst sind es gerade diese Bürgerinitiativen, die die Dinge vorantreiben. In Conflans-Sainte-Honorine bei Paris ziehen sie gleich zu dritt gegen eine Bouygues-Antenne zu Felde, die auf einem Sozialwohnungsblock aufgestellt wurde. Ein Fragebogen soll dabei helfen. Worum geht es in diesem Fragebogen? Es handelt sich um einen Fragebogen zu den möglichen Beeinträchtigungen, die Anwohner von GSM-Mobilfunksendern feststellen. Die Liste der Beeinträchtigungen, die mit den Antennen zusammenhängen könnten, ist lang. Sie reicht von Kopfschmerzen über Schlafstörungen bis hin zu schweren Erkrankungen. Versuchen Sie, die Fragen so objektiv wie möglich zu beantworten. Wenn Sie Probleme haben, geben Sie sie an. Wenn nicht, umso besser. Ich habe nichts Besonderes bemerkt. Naja. Bei mir hat das so angefangen. Wenn meine Frau und ich nach Hause kamen, waren wir gereizt. Es kam immer öfter zum Streit. Und dann wurde Ihnen klar, warum? Genau, ich bin elektrosensibel. Als ich heute Morgen durch diese Straße ging, um zu schauen, wie viele Fragebögen ich noch brauchen würde, habe ich ein Kribbeln gespürt, ein Summen um den ganzen Kopf. Die Antennengegner sind überzeugt. Nicht jeder reagiert gleich auf elektromagnetische Wellen. Manche werden krank, andere nicht. Besonders empfindliche Menschen bezeichnet man als elektrosensibel. Gestern bin ich um 11 zu Bett gegangen. Um 2:30 war ich wieder wach. Es gab keinen Grund dafür, um 2:30 aufzuwachen. Außerdem spürte ich überall mein Blut pulsieren. Meine Haut hat gejuckt. Es war, als würde mein Kreislauf auf Hochtouren arbeiten. Bei einem anderen juckt die Kopfhaut, sodass er sich blutig kratzt. Bei mir ist das der Körper. Aber wie herausfinden, ob es sich hier um ganz normale Krankheiten handelt oder ob sie durch die Antennen verursacht werden? Die Behörden weigern sich, eine epidemiologische Studie anfertigen zu lassen. Das sei zu kompliziert und völlig überflüssig. In der Bevölkerung aber wächst die Angst. Wenn die Netzbetreiber keine systematischen oder technischen Untersuchungen durchführen wollen, wenn der Staat nicht weiß, wem er Recht geben, was er tun soll, ist es meiner Meinung nach an den Anwohnern solcher Anlagen, die Initiative zu ergreifen. Ich bin kein Arzt oder Wissenschaftler, aber wenn ich die Ärzte besser informieren kann, dann bin ich bereit, das auch zu tun. Inzwischen interessiert sich auch die breite Öffentlichkeit für das Thema und verlangt von den Wissenschaftlern eine klare Stellungnahme. Eine Podiumsdiskussion in der Nähe von Paris. Der Biologe Bernard Verret war Mitglied sämtlicher amtlichen Kommissionen, auf die sich die Netzbetreiber bei ihren Unbedenklichkeitserklärungen berufen. Roger Santini, ebenfalls Biologe, gehört zu den wenigen Störenfrieden, die diese Ergebnisse anzweifeln. Anwohnerbefragungen wie die in Conflans waren seine Idee. Für Bernard Verret ist ein solches Vorgehen wissenschaftlich völlig wertlos. Roger Santini hat vorhin gesagt, er habe eine epidemiologische Studie über die nähere Umgebung der Sender erstellt. Ich finde es eine Zumutung, dass man sich hier sowas anhören muss. Wäre hier im Saal ein echter Epidemiologe gewesen, er hätte sich krumm gelacht. Und das Ergebnis der Studie, die ich natürlich gelesen habe, ist, dass die Symptome ganz nah an der Antenne stärker sind. Nein, das stimmt so nicht. Es gibt Symptome, die auch sehr viel weiter von der Antenne entfernt zu spüren sind. Aber ganz nah an einer Antenne ist man, ähnlich wie in einem Leuchtturm, dem Ganzen gar nicht ausgesetzt. Diese Studie enthält eine Menge Widersprüche. Sie trägt nichts Neues zu der Debatte bei. Es gibt also nur eine wissenschaftliche Wahrheit, belegt durch Dutzende Untersuchungen, und es besteht kein Grund zur Sorge. Doch die Volksvertreter auf der Tribüne kommen nicht unbedingt zum gleichen Schluss. Man wird sich gewahr, dass sich in der Wissenschaft durchaus nicht alle einig sind. Die Politiker sollten also den Risiken auf jeden Fall, aber den Befürchtungen der Bevölkerung Rechnung tragen und deshalb erwägen, präventiv tätig zu werden. Anderswo in Europa gibt es solche präventiven Maßnahmen bereits, und das schon lange. In Österreich, in Salzburg, sind die Einwohner schon Mitte der 90er Jahre aktiv geworden. Sie blockierten einfach die Antennenbaustellen. Die Folge? Die Betreiberfirmen mussten verhandeln. Die
Dieser Mast zum Beispiel wurde daraufhin 350 Meter vom nächsten Wohnhaus entfernt aufgestellt. Wir sind gemeinsam, sozusagen Hand in Hand mit den Betreibern durch die Gegend gegangen und haben versucht, einen Platz zu finden, der ihrer Funktechnik gerecht wird und auch für die Bürger. Wir haben eine schriftliche Vereinbarung mit dem Netzbetreiber, dass er den Salzburger Vorsorgewerk einhält. Wir haben das schriftlich mit einem Vertrag, einem zivilrechtlichen Vertrag. Auch der Bürgermeister half. Die vier österreichischen Netzbetreiber mussten sich verpflichten, die Leistung der Anlagen zu senken. Das Prinzip ist einfach. Es zählt, was die Anlieger abbekommen und nicht die Emissionen an sich. Die Belastung darf nicht mehr als 1 Milliwatt pro Quadratzentimeter betragen, was einer Emissionsleistung von 0,6 Volt pro Meter entspricht. Und genau das wurde in Salzburg als Höchstgrenze festgesetzt. Dieses 1 Milliwatt ist entstanden, weil ein Mediziner der Landessanitätsdirektion auf Basis eines Laborversuches, wo bei elektrosmog-sensiblen Menschen Reaktionen festgestellt wurden, die Leistung, die dabei verwendet wurde, um den Faktor 500 reduziert hat. Und das war eben dieses 1 Milliwatt. Der Unterschied zwischen der europäischen Norm, 41 Volt pro Meter, und der in Salzburg gültigen Höchstgrenze von 0,6 Volt pro Meter ist enorm. Doch kann ein Mobilfunknetz mit einer so schwachen Leistung überhaupt funktionieren? Die Antwort der betroffenen Unternehmen lautet nein. Nein, ein Netz mit 1 Volt pro Meter kann nicht funktionieren. 1 Volt pro Meter, das ist das, was wir geradlinig in etwa 100 Metern Entfernung von einer Antenne haben. Stimmt nicht, heißt es dazu aus Salzburg, denn dort funktioniert es. Auch wenn der Empfang an manchen Stellen weniger gut ist. Für die Mobilfunkbetreiber würde das bedeuten, dass ihnen sehr viel weniger mögliche Standorte zur Verfügung stünden, dass Mobiltelefonieren folglich teurer würde und sie sich damit von ihrem Ziel, dem Mobilfunk für alle, entfernen würden. Es geht vor allem um wirtschaftliche Interessen. Sollten sich die niedrigen Grenzwerte durchsetzen, müsste das gesamte Sendernetz neu überdacht werden. Die österreichischen Netzbetreiber haben deshalb beschlossen, die Norm nicht länger einzuhalten. Meine Interpretation ist, dass das Salzburger Modell mittlerweile nicht nur in ganz Österreich, sondern auch in ganz Europa sehr bekannt ist. Die Menschen überall wollen, dass auch bei ihnen nach diesem Salzburger Modell gearbeitet wird und deshalb die Betreiber gesagt haben, Freunde, mit diesem Spuk müssen wir ein Ende machen. Wir wollen nicht, dass wir am Ende vielleicht einen gesetzlichen Grenzwert haben, der dieses 1 Milliwatt widerspiegelt. Das ist uns zu heiß. Wir lassen die Sache in Salzburg platzen. Doch es ist zu spät. Das Salzburger Modell macht inzwischen in ganz Europa Schule. In Deutschland berufen sich die Bürgerinitiativen darauf. In der Toskana, in Katalanien, in Belgien, überall erlassen die Behörden strengere Bestimmungen. Auch in Frankreich machen die Bürgermeister neuerdings gegen die Antennen mobil. Der Albtraum schlechthin für die Mobilfunkfirmen ist Spanien. Als die Gerichte in Valladolid den Abbau sämtlicher Antennen vom Dach neben der Schule anordneten, versuchten die Netzbetreiber dies hinauszuzögern. Schließlich mussten sie sich aber doch fügen. Das war wirklich eine bittere Erfahrung. Alles, was ich will, ist, dass sich ein solches Vorgehen nicht wiederholt, weder in Spanien noch sonst wo in Europa. Und dass ein für alle Mal anerkannt wird, dass es eine neue Form von Umweltbelastung gibt durch elektromagnetische Felder und dass sie wie alle Umweltbelastungen die Gesundheit beeinträchtigen kann. Viele Bürgermeister in Spanien haben inzwischen die Antennen abgeschaltet. Jede sechste, also insgesamt 5000 im ganzen Land, funktionieren nicht mehr. Die Netzbetreiber sind in großer Bedrängnis, denn es geht auch um die Zukunft des neuen Mobilfunksystems UMTS. Das UMTS-System, die Technik der dritten Generation, benötigt das Doppelte bis Dreifache an Sendeanlagen. Wenn wir da nicht einmal die bestehenden behalten können, steht mehr oder weniger langfristig die gesamte UMTS-Technik auf dem Spiel. Könnten in Frankreich spanische Verhältnisse eintreten?
So schlimm muss es ja nicht gleich kommen. Die Folgen für die Firma wären wirklich katastrophal. Es ist nicht sicher, dass es zum Schlimmsten kommen wird. Andererseits könnte das schon Schule machen. In anderen Bereichen haben wir das in Europa durchaus schon erlebt. Wir hoffen, dass wir mit Hilfe einer umfangreichen Aufklärung, vor allem in der unmittelbaren Nachbarschaft unserer Antennen, verhindern können, dass es zu einer sozialen Katastrophe kommt. Eine soziale oder eine gesundheitliche Katastrophe? Eine Frage ohne klare Antwort. Auch nicht für Nadine Jean-Jean, die ihre eigene Ursachenforschung betreibt. Das ist ein neues Experiment mit einer Bruthenne, die man uns ausgeliehen hat. Wir haben ihr 10 Eier aus unserer Produktion untergeschoben. Wir wissen nicht so recht, auf was wir hoffen sollen. Sollen wir darauf hoffen, dass sie uns Küken ausbrütet, was für uns hieße, dass es am Brutapparat lag? Oder aber, dass wieder nichts passiert und damit die Tatsachen nicht länger geleugnet werden können? Früher schlüpften die Küken völlig normal. Ich habe noch Fotos davon. Man wird die Tatsachen nicht länger leugnen können. Nach Abschluss der Dreharbeiten erfuhren wir, dass auch aus den meisten dieser Eier kaum ein Küken schlüpfte.